Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, soll der Heizkessel für wohlige Wärme sorgen. Es ist also höchste Zeit, die Heizung wintertauglich zu machen. Ist sie richtig eingestellt, sparen Sie Energie und Geld. Die Heizung von Walter Lagoya ist über den Sommer ausgeschaltet. Jetzt im Herbst nimmt er sie wieder in Betrieb. Das Erste, was ich mache, ich schalte den Hauptschalter ein und dann überprüfe ich, ob die Daten im Relais stimmen. Jahreszahl, Tagesdatum, Einschaltzeiten. Nicht, dass die Heizung dann tagsüber abgeschaltet ist oder reduziert ist und über Nacht voll läuft. Anschließend kontrolliert der Hausherr, ob der Wasserstand bzw. Wasserdruck in Ordnung ist. Wenn ein Haus ca. 10 Meter hoch ist, dann braucht man mehr als ein Bar Druck. Als nächstes untersuche ich, ob der Heizung die Umlaufpumpen funktioniert, ob auch wirklich die einzelnen Uhren die Daten zeigen, dass sie eben aufheizen. Weiter geht es hinauf ins Erdgeschoss. Hier werden die Heizkörper kontrolliert. Bei den Heizkörpern ist es so, man greift einmal, ob der Heizkörper warm wird. Wenn nicht, dann muss man ihn entlüften. Das Zweite ist, dass man den Thermostatregler unten abschraubt. Da kann kein Wasser herauskommen. Und dann ist dort eine Art Nadel drinnen. Wenn die steckt, kann passieren, dass eben kein Wasser durchgelassen ist. Da wirkt oft ein Ölspray Wunder. Hermann Griesner von der Energieberatung der Salzburg AG hat für Herrn Lagoya noch einige Tipps, wie er zusätzlich Heizkosten sparen kann. Was man im Sommer unbedingt tun sollte, mal testweise die Heizung einschalten, um zu prüfen, ob die Heizungspumpe läuft. Denn wenn diese monatelang stillsteht, kann sie festsitzen. Das heißt, sie steht, obwohl die Heizung eingeschaltet ist, bleibt sie im Haus kalt. Natürlich muss man überlegen, soll man alle Räume heizen jetzt oder nur einige Räume wirklich voll heizen und andere temperieren. Das Dach spart Energie. Wirklich zu empfehlen sind elektronische Raumthermostate oder Thermostatköpfe. Diese können ein Programm eingestellt haben, sodass jeder Heizkörper genau dann heizt und so viel heizt, wie es nötig und wichtig ist. Ein weiterer Punkt ist richtiges Lüften im Winter. Im Sommer ist es egal, wie man lüftet, aber im Winter muss man energieeffizient lüften. Also keinesfalls gekippte Fenster und Türen, sondern Stoßlüften für ein paar Minuten und die Luft ist wieder in Ordnung. Und man vermeidet auch Schimmel im Raum. Ein sehr einfacher Punkt ist Zugluft vermeiden. Zugluft ist ein Energieräuber. Mit einfachen Dichtbändern, die sehr billig sind, die nachdichten und das passt und der Wohnkomfort ist gesteigert. Außenrollos in der Nacht runterlassen, innen Vorhänge, Jalousie zuziehen, denn über das Fenster verliert man deutlich mehr Wärme und wenn das durch den Vorhang geschützt ist, spart man Energie. Die Heizkörper nicht verdecken, sondern frei stehen lassen, frei abstrahlen lassen, denn ansonsten blockiert man die Wärmestrahlung und das erhöht die Heizkosten. Und ein weiterer, vielleicht letzter Punkt, die Heizungsrohre im Keller und im Haus sollten wärmegedämmt sein, also nicht blank. Wenn Sie einen sehr warmen Keller haben, dann ist ein Indiz, dass hier eine Isolierung, eine Wärmedämmung hilfreich ist. Das können Sie selbst machen, das Material im Bauhaus besorgen. Natürlich kann es auch eine Fachfirma für Sie ausführen. Mit diesen Tipps ist es im Winter nicht nur wohlig warm, sondern Sie sparen damit auch Geld und Energie.